Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um das Horse-Snack-Rezept. Besser gesagt, um den Horse-Snack-Cocktail. Da es sowohl eine Cognac- als auch Whisky-basierte Version des Horse-Snack-Cocktails gibt, machen wir heute einfach beide Horse-Snack-Rezepte. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere diesen Kanal und drück die Glocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Denn es geht um Cocktails, deren Zubereitung und Geschichten und alles, was dazugehört. Das erste Horse-Snack-Rezept ist nicht, wie so viele glauben, von Harry Johnson erfunden worden. Nein, denn in seiner ersten Ausgabe 1882 ist nichts davon zu finden, sondern erst im Jahr 1900, in der dritten. Jetzt könntest du meinen, ja, dann hat er den Cocktail halt etwas später erfunden bzw. in seine Werke aufgenommen. Ja, das stimmt. Nur blöd, dass der Horse Snack erstmals 1885 in dem Buch Modern American Drinks von George Keppeler als alkoholfreier Cocktail abgebildet ist. Darin wird der Cocktail nämlich nur mit einer langen und breiten Zitronenzeste, so wie ich sie hier schon mal vorbereitet habe, Eis und Ginger Ale beschrieben. Keine Spur eigentlich von einer Spirituose. Das damalige Ginger Ale übrigens war etwas würziger als das heutige. In etwa vergleichbar mit einem Ginger Beer, von dem es natürlich auch ursprünglich stammt. Und wenn wir schon bei den Zutaten sind, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Variante, dem Cognac-basierten Horse Snack an. Was du brauchst, ist auf jeden Fall mal ein Longdrinkglas. Denn dieser Cocktail wird direkt im Glas zubereitet, was man in der Fachsprache Build in Glass nennt. Als Garnitur wird eine breite Zitronenzeste ins Glas gegeben. Ja. Ich zeige dir das mal. Wie gesagt, ist schon mal vorgeschnitten. Eine Zitrone ohne Inhalt. Ob du nun jetzt ein Messer dazu verwendest, was ich dir für so eine breite Zitronenzeste auf jeden Fall empfehle, oder du sagst, ist mir egal, ich nehme lieber einen Zestenreißer, der macht halt dünnere Zeste, das bleibt im Prinzip ganz dir überlassen. Mit dem Messer wird die Zeste halt etwas breiter als mit dem Zestenreißer. Die habe ich schon mal vorgeschnitten, vorgearbeitet, somit Zeit erspart. Und das dauert seine Zeit, keine Frage. Das geht jetzt nicht von jetzt auf jetzt. Aber wie heißt es so schön? Gut Ding braucht Weile. Oder so. Jedenfalls gibst du 45 ml Cognac, in diesem Fall Hennessy, ins Longdrinkglas. Jetzt gibst du etwas Eis dazu. Jetzt kommt der tricky Part, und zwar gibst du jetzt die Zitronenzeste dazu. Oh, jetzt hat sie sich verabschiedet. Besser wird es halt nicht. So, jetzt gebe ich noch etwas Eis dazu. Ist halt wie gesagt etwas tricky. Der Name des Drinks, also wenn du dich jetzt wunderst, warum ich da diese Zitronenzeste über den Glasrand habe hängen lassen, der Name des Drinks leitet sich übrigens von der langen Zitronenzeste ab, die als Garnitur in den Drink gegeben wird. Und eben am oberen Ende des Glasrands
einfach drüber ragt. Und mit viel Fantasie oder einem Horse Snack zu viel ähnelt das Ganze dann einem Pferdenacken. Noch ein Eiswürfel dazu. So. Na, das war zu viel. So. Jetzt kommen noch ein paar Dashes Angostura Bitters dazu. In dem Fall 4 Dashes. Und jetzt etwas Ginger Ale. In dem Fall von Thomas Henry. Welches du verwendest, bleibt dir überlassen. Das Ginger Ale hebe ich kurz unter, so gut es geht natürlich. Wie man sieht, die Zitronenspirale geht mit unter, macht aber nichts. Füll das Ganze jetzt dann nochmal auf. Heb's nochmal kurz unter. So, und gebe einen Strohhalm dazu. So, da la. Und fertig ist zumindest mal die erste Variante des Horse Snack. Und die verkosten wir dann jetzt auch gleich mal. Schaut schon mal sehr interessant aus. Mhm. Schmeckt ganz gut. Eine markante Cognac-Note klarerweise. Im Abgang merkt man ein bisschen was vom Angostura. Mhm. Und der Kohlensäure vom Ginger Ale, also der Süße auch unter anderem. Ja, ist ganz gut. Wenn dir das Video bisher übrigens gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dem Video einen Like gibst und es klarerweise mit deinen Freunden teilst. Und falls du an einem der Shirts, die ich in den Videos meistens trage, Gefallen gefunden hast, findest du den passenden Link dazu übrigens unten in der Videobeschreibung. Außerdem findest du noch einen Link, mit dem du bis zu 30% auf ausgewählte Bier-, Wein- und Spiritosenprodukte bei deinem nächsten Einkauf sparen kannst. So, und jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Den stelle ich mal zur Seite. So, jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Und für die zweite Variante, dem Whisky-basierten Rezept, verwende ich den Bullet Bourbon. Der ist nicht zu dominant und ergibt mit dem Ginger Ale eine perfekte Symbiose. Auch hier verwende ich wieder ein Longdrinkglas und wieder 45 ml, das ich dann direkt ins Glas gebe. Wieder einen Eiswürfel dazu, wie vorhin, wie gehabt eigentlich. Doch diesmal nehme ich lieber eine Orangenzeste, die ich ebenfalls schon mal vorbereitet habe. Die gebe ich direkt ins Glas. Ist zwar etwas breiter. So. Jetzt gebe ich wieder einen Eiswürfel dazu. Warum ich eigentlich die Orange verwende, ist aber meine persönliche Meinung. Ja. Ich finde einfach, dass Orange und Ginger Ale die perfekte Kombination ergeben. Ja. Das ist halt das. Du kannst das klar neutral machen und eine Zitrone dazugeben, wie es ursprünglich gedacht worden war. Noch einen Eiswürfel. So. Wieder ein paar Dashes Angostura. Wie viel überlasse ich dir? Ich
nehme wieder mal 4. Und verwende diesmal ein anderes Ginger Ale. Gebe vorab schon mal den Löffel rein. Nehme diesmal das Ginger Ale von Red Bull, das Organic. Heb wieder ein bisschen das Ginger Ale unter und eben durchs leichte Andrücken der Orangenzeste gibt die Orange natürlich etwas von ihren ätherischen Ölen ab, was, wie vorhin schon erwähnt, eine für mich persönlich perfekte Kombination ergibt. Ja? So, den Rest fülle ich wieder auf. Wieder kurz unterheben. Ist natürlich nicht so einfach, weil die Orangenzeste mehr Platz benötigt als die Zitronenzeste. So, wieder ein Strohhalm dazu. Du kannst aber, wenn es dir persönlich lieber ist und du mehr von der Orange haben möchtest, auch gern den Strohhalm weglassen, ja? So, da la. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Nicht zu dominant. Passt perfekt zueinander, wie vorhin schon erwähnt. Mhm. Schmeckt mir persönlich wirklich besser. Welche der beiden Varianten bevorzugst du eigentlich? Also, was würdest du eher bevorzugen? Welchen würdest du lieber trinken? Den mit dem Cognac oder doch den Whisky-basierten? Schreib's mir unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung. George Keppeler war übrigens der Einzige, der den Horsey Snack in seinem Buch als alkoholfreie Variante anbietet. Alle anderen nachfolgenden Rezepte enthalten eine Spirituose. Doch auch darüber sind sich die Herren der damaligen Zeit nicht ganz so einig, welche denn nun die richtige ist. Harry Johnson zum Beispiel stellt nämlich in seinem 1900 erschienenen Rezept gleich 4 verschiedene Whiskys zur Auswahl. Einen Rye, einen Bourbon, einen Scotch und einen Irish Whisky. Wovon aber nichts zu lesen ist, ist der Brandy bzw. der Cognac. Sogar noch heute findet man den Cocktail auf der Website der International Bartenders Association mit Cognac wieder. Warum er aber in den meisten Barbüchern der damaligen Zeit und in der heutigen mit Whisky zu finden ist, liegt an der damaligen Reblausplage, damit ich es rausbringe, diesen Zungenbrecher, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat. Denn die Knappheit an französischem Cognac und spanischem Brandy ebnete dem Whisky den Weg, der so zum Standard in einem Horse Snack wurde. Ironischerweise, muss ich gleich einen Schluck davon machen, waren es amerikanische Händler, ob nun bewusst oder unbewusst, ich will hier eigentlich niemandem etwas unterstellen, die Reblaus mit nach Europa gebracht haben. Bild dir deine eigene Meinung. So, meine Freunde, das war's heute auch schon wieder meinerseits. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir wie immer viel Spaß beim Nachmachen und natürlich noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.